Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randall's Monday. So, ich denke, ich produziere einfach mal jetzt gerade ein bisschen vor. Und da wir jetzt gerade auch in so einer Situation sind, wo wir einfach mal nicht rausflüchten können, da wir uns noch mit dem Penner streiten müssen und mal schauen, wie das wohl ausgehen wird. Ich habe da kein gutes Gefühl, denn verflucht sind wir wirklich, da wir immer noch das Portemonnaie von Matt haben, mit dem Ring, nicht zu vergessen. So, du willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen und ich bin kein Idiot. Oh, doch so lange also. Reden wir hier von Exorzismus, weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Okay, tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem alten Penner... Okay, warte. So. Ihren alten Penner, der die Leute anschreit, annehme, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. So. Reden wir hier von Exorzismus, weil... Dann wäre ich tatsächlich interessiert. Nicht diese Art von Fluch. Egal, wie ich schon sagte, ich bin Geschäftsmann. Das sieht man dir an, natürlich. Wenn du mehr wissen willst, ruf einfach in meinem Büro an. Hier ist meine Karte. Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und es steht keine Nummer drauf. Penner. Hierher. Beifuß. Komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Warum auch, ne? Was haben wir denn noch für Möglichkeiten hier? Oh, jede Menge. Lass uns mal hier mal gucken. Da ist der alte Tontopf von, der Blumentopf von Warum der Frau zum Geier Großer. Sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich klicke ihn einfach mal an. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Das ist immer noch die Scheißhaufen, ne? Warte mal. Da, komm. Mülleimer. Ich trag nicht gerne. Okay, ich weiß ja schon Bescheid. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ja, warum denn eigentlich nicht? Du hast ja auch schließlich kaputt gemacht, oder wie sehe ich das? Dafür, ne? Dafür wohnst du für lauter. Soll ich die jetzt reparieren oder ja, gut, was? Tschüss. So. Ab zur Arbeit. Die Tauben. Überall voll Tauben. Die kacken gleich auch im Kopf rum. So. Guten Tag. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Dann lassen wir es doch gleich direkt bleiben. Unser wunderschönes Häuschen. Geschlossen. Oh, schade. Oh, guck mal, der sieht ganz traurig aus, der Kollege hier. Guten Tag. Hey. Vertreter. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Ah, alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. So wie mit uns. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wonder-Matic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht... Oh, verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Okay. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. So, warte mal. Wieso könnten die Tauben? Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, Tollwut von Tauben, ja klar. Videothek ist geschlossen. Das sind die scheiß Kacktauben. Was haben wir denn hier so? Da kommen wir gar nicht durch, ne? Na? Das Schild kann ich nicht mitnehmen. Ja gut, dann geh doch einfach. So. Ab in die U-Bahn. Okay, wie machen wir das? Haben wir Kohle? Defekt. Defekt. Wie schön. Hallo Lady. Ich hätte gern 2 Fahrkarten. Eine für mich und meinen imaginären Freund, bitte. Erst mal sehen, ob ich genug Geld habe. Okay, dann lass uns mal gucken. Wir haben ja ein Portemonnaie dabei. Eine Rasierklinge. Wie kann man das denn sehen? Das ist der Geldbeutel von meinem besten Freund. Den sollte ich zurückgeben. Okay, da sind wir doch ziemlich ehrlich, wa? Und wo haben wir denn unsere Kohle an sich? Haben wir überhaupt Geld? Hier haben wir kein Geld, ne? Ja, ob sie einen Kuchen haben möchte oder so? Können wir umblättern? Bist du sicher, dass du das Hilfssystem aktivieren willst? Nee, jetzt nicht. Okay. Können wir da nicht mal reinduschen?
Alles klar. Danke, Matt. Ach, guck da. Wie haben wir das denn gemacht? Hä? Ach, guck mal, wir haben das Portemonnaie ausgepackt. Ja, nice. Hier. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Was? Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben. Sag mal, ist hier irgendwie beknackt, oder? Oh, Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Wow, das ist aber eine kompetente Mitarbeiterin. Sagte Sie gerade, ich soll dranbleiben? Oh, großer Gott, ein Ticket! Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran, Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was? Oh, Spitze, es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Hm. Naja, eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Was? Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Was? Ich schätze hier... Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht, fängt mit I an, inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf, wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie ja nicht auf? Sie hat aufgelegt, die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh, 5 waagerecht Bauernhoftier, vielen Dank. Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyber aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Okay. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. So wollen Sie also spielen, ja? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Jar Jar. Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein? Denken Sie nicht an diesen Namen, streichen Sie das. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Man. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Ach, fick dich ins Knie. Töte mich. Oh Gott, töte mich hier und jetzt. Okay. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Kann man... Es bricht mir das Herz. Kann man die Tür nicht irgendwie aufknacken oder so? Die Alte fertig machen? Kann man, genau. Nimm den Gameboy. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenen-Daseins gekostet. Das sollte ich lieber lassen. Die Hälfte meines Erwachsenen. Oh, Lady. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Warum eigentlich? Okay, warte mal, was haben wir noch? Können wir den... Das ist am Tisch festgemacht. Schade. Ich hätte es gerne als Rache geklaut oder so. Ich komme nicht ran. Auch. Ist ja gut, Randall. Können wir die Tür aufmachen? Ja, das hätte ich gerne mal. Das nehme ich nicht mit. Okay, dann schieben wir doch mal das Ding weg. Blöde Kuh. Ich habe immer noch kein Ticket. Warte. Ich habe immer noch kein Ticket. Wie komme ich denn ein Ticket dran? Was ist das denn für eine Schlamm? Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Hey, was glaubst du, was du da machst, Oshi. Junge? Naja, nichts. Jetzt
Sie hätte es ja haben können. Das ist der Hörer an seinem angestammten Platz. Komm, Randall, hau raus. Ich muss mir was Besseres als das einfallen lassen. Die bückt sich doch und die hat das doch gar nicht mehr gesehen. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Dann gib mir doch ein scheiß Ticket, ich wollte dafür zahlen, du hässliche Oma. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Weißt du was? Können wir nicht irgendwie mit der Rasierklinge die Kehle durchschneiden oder so? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten. Ach, ist das so? Ja, ich finde das schon eine ganz schön ernste Angelegenheit. Was haben wir denn da? Fernbedienung. Nimm. Die will echt nicht unsere Kohle haben, ne? Hier, nimm das doch. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Aber warum ist sie denn so doof? Vielleicht bezahlen wir ihr Geld. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Okay. Hast du eine bessere Idee, Randall? Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, ja, soweit es geht. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Warte mal, genau, warum nicht? Warte mal eben. Ach ja, hier, komm mal auf. Hier, du Uschi. Die will doch keiner haben. Aber. Vielleicht will sie abgeranzte Pisten. Ja, ist. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. War diese Pissente. Hätte ich mal gesagt, hier, das hier. Dann nimm das. Das. Oh. Ey, wir hatten gerade einen Hänger gehabt. Aber offensichtlich will sie das nicht haben. Dann versuchen wir es mal mit dem Kuchen. Hier, das Dicke. Das behalte ich lieber. Oh, wie kommt denn jemand hier durch? Naja. Eigentlich wollte ich gerade jetzt schon hier eine Anmoderation machen, tatsächlich. Da ich gerade verplant habe, dass ich das gestern erst gemacht habe. Also ich hatte jetzt schon mit schon angefangen zu spielen. So, und jetzt lass mal gucken. Wir hatten uns das Gelabere von der Alten hier angeguckt. Und das war, ja, das ist ein alter Bitch. War das gestern auch schon so, dass es so Lupenfischoptik hat? So Fischaugenoptik? Oder täuscht mich das jetzt einfach? Ich glaube, das soll einfach so die Grafik so sein, ne? Ja. Sieht ein bisschen verwirrend aus gerade, wenn man gerade jetzt wieder neu reinschaltet. Gehen wir jetzt kurz hier in die Seitenstraße wieder rein, zurück zum Penner. Aber ich glaube, wir wollen nicht mit dem Penner sprechen. Denn. Lass uns doch mal die Tube Klebstoff mitnehmen. Habe ich ganz ehrlich gesagt auch nochmal in so ein Video nachgeschaut. Oh, mein Gott, Tomsi. Naja, ich bin so ein bisschen verzweifelt gewesen mit der Uschi da gestern. Und, ja, aber hier, guck dir mal die ganzen Tauben an, ne? Wenn die einen auf den Kopf kacken, alle hier. Die hier, die ist die hässlichste Taube von allen. Na, die hier, die hat meine Mutter angemacht. Damit ich mir die Tollwut hole? Ja, man holt sich immer bei Tauben Tollwut. Das ist ja logisch. Was anderes kann man sich bei Tauben nicht holen. Außer die Tollwut. Ist ganz klar, oder? So. Stoßen wir die Scheiße nochmal runter. Weil die Idee hatte ich gestern auch schon mal irgendwie gehabt. So, Wisch nach oben. Und Tube Kleber. Ey! Nein, warte, den Tubenkleber hier, wo wir haben. So, Bobs. Ist sie ernst? Würde ich ja gerne, aber der Deckel sitzt fest. Ach so, okay, cool. Na dann, der Deckel sitzt fest. Ah, hier, guck mal, Rasierklinge vielleicht. Warte mal eben. Warte mal. Kann man die nicht irgendwie? Na bitte. Wir sind böse Jungs. Was soll das denn jetzt? Hä? Weiter. Ah. Hey, Randall, what are you doing? Achso, ich bin auf die Diskette raufgekommen, ne? Wenn das klappen soll, muss ich vielleicht erstmal den Hörer nehmen, oder? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Idee. Hey, ich hab doch gewischt schon. Upsi, Pupsi. Mal gucken, ob sie jetzt vielleicht was reden möchte. Wenn ich nochmal mit ihr spreche, könnte es hässlich werden. Okay. Gibt's hier keinen. Haben wir kein Handy? Cellphone. Was ist das denn? Ach, Intercom. Okay. Ich dachte, das wäre ein Bankautomat. Ui! Komm, lauf, Randall, lauf. Jetzt können wir über das Drehkreuz springen.
Wir wollten ja ein Ticket kaufen. Aber sie wollte nicht. Haps! Oh! Stehen bleiben! Oh, oh. Stehen bleiben, Polizei. Ich gehe an ihn vorbei. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Ist das so? Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Hab ich mir so vorgestellt, ja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durch? Ich wollte ja zahlen. Also, ich bin ein armer, glückloser, irischer Einwanderer. Oh, großer Gott, was soll ich jetzt noch werden? Nee, das ist nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter, kommen Sie schon. Die ist nun wirklich die Kandidatin für die Angestellte des Monats, die Hexe. Sehen Sie, Murray, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge jede Verdächtige. Ach komm, wir sind schon mal ehrlich jetzt. Ah, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter, kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Ja, Betty. Ja, das Monster Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert wie Jessica Schobot. Meine E-Mails ignoriert. Das war Betty. Betty Moore, jetzt kenne ich deinen Namen, meine Liebe. Ja, das Monster Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert wie Jessica Schobot. Meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Ach so, ist das so? Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Okay. Er macht wahrscheinlich Barbecue sehr viel, wa? Also, pass auf. Die nehme ich lieber nicht mit. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Warum leide ich nicht? Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Ja, das ist ja mittelgroß nur, ne? Da bleibt eigentlich nur als Option dieses wunderschöne Bild hier. Die interessieren mich nicht. Oh mein Gott. Randall, du kannst dich auch mal für Dinge interessieren, aber echt, hey, jetzt. Okay, dann müssen wir nochmal anquatschen. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Murray. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Ach, er ist ja süß. Mit kleinen Polizeimännchen, ach, wie niedlich. Okay, pass auf, dann... Hier sind nochmal, das können wir nochmal abchecken. Die interessieren mich nicht. Er ist aber wahrscheinlich sehr weit rumgekommen, ja? Er ist schon reichlich rumgekommen, von Hamburg bis nach Bremen. Doch Puppen, die aus dem Fenster klettern, hat er nie gesehen. Ja. Was? Damit ich zerquetscht werde? Na komm, du übertreib mich nicht. Hey, Mini-Murray, du gehörst jetzt mir. Oh, und er wackelt jetzt aber auch ordentlich. Nee, rührt sich nicht. Schade eigentlich. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Warte, haben wir sowas nicht vielleicht am Stissel? Schmiermittel. Schmiermittel! Wir haben den Kleber noch, wir haben den Kuchen da, wir haben noch den Haken. Wir haben... Ey, was ist hier los? Diese fettige Zeitung. Lass die mal probieren. Mal sehen, was passiert. Oh. Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Warum eigentlich nicht? Und los geht's. Upsi, pupsi. So, gehen wir 2 Zentimeter. Oh. Nein! Okay. Wir konnten entkommen. Oh, na toll. Verschwinde, ihr Junge. So. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Juhu! Yes! Geschafft!
So, wahrscheinlich. Ah, okay. Jetzt müssen wir uns hier was angucken, ne? Oh, was? Nein. Ah, ich hatte. Oh. Oh. Und nochmal wieder runter. Der Officer hängt ja immer noch rum. Officer. Officer. So, hier ist unsere Arbeit. Da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Genau. Und los geht's. Ab zur Arbeit. Okay, wird nicht zurückgesetzt. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist jetzt wohl die Frage. So. Jetzt sind wir hier und dann sollen wir zur Arbeit. Ist das hier der Job? Dieser, ja, natürlich. Das ist der Kurierservice-Bumsen-Ding ins Kirchen. Mal gucken, ob schon mal Geld auf dem Konto drauf ist. Wüsste nicht, was ich. Okay, dann lassen wir es bleiben und gehen einfach mal zum Geldautomaten schon mal hin. Ja, wäre schon geil, aber nein. Okay, dann lassen wir uns die Bank überfallen. Nein? Bin ich Rockefeller oder was? Ja, das kann natürlich sein, dass du Rockefeller bist. So. Und mal gucken. Ich nehme das blöde Schild nicht mit, okay? Nee, das ist doch nicht der Plan gewesen, aber vielleicht. Wir könnten um die Ecke gehen, aber lass uns mal zur Arbeit. Good morning, Vietnam! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Puh. Wisst ihr was, ich glaube, mit unserem Chef, damit legen wir uns in der nächsten Folge an. Macht, glaube ich, jetzt Sinn, einfach mal so einen kleinen Break zu machen. Die Folge war lang genug. Und wir sehen, guck mal, da hinten ist Mr. Wilson. Wie geil. Und FedEx. Also, Kinderchen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde.